Im März vor genau 100 Jahren fanden in unserer Region Halle, Leuna, Merseburg die sogenannten Märzkämpfe statt. Diese bewaffnete Arbeiterrevolte in Mitteldeutschland war ein Kampf zwischen der Schutzpolizei und von linken Rädelsführern angeführten Arbeitern. Wenn hier und im Folgenden von Arbeitern gesprochen wird, dann geschieht das ganz bewusst und meint auch nur männliche Arbeiter. Der damals größte Arbeitgeber der Region Halle war das Leunawerk mit über 22.000 Angestellten. Auch diese Arbeiter aus den Leunawerken waren an den Auseinandersetzungen im März 1921 beteiligt. Die bewaffnete Arbeiterrevolte in der Industrieregion um Halle endete mit einer Niederschlagung der Aufständischen und 200 Toten. Waren die Märzkämpfer Terroristen oder rechtschaffende Menschen, die sich für ein besseres Leben eingesetzt haben? Zu Zeiten der DDR gab es eine von der SED bestimmte feste Deutungslinie, was jedoch nicht heißt, dass es nicht auch zu dieser Zeit kritische Sichtweisen innerhalb der Bevölkerung gab. Heute erinnern sich die Menschen ganz unterschiedlich und teilweise auch gegensätzlich an das Gedenken und dessen Bedeutung. Wir setzen uns nun, 100 Jahre nach den Märzkämpfen, mit der Erinnerung an diese Ereignisse zu Zeiten der DDR auseinander. In der DDR wurde an diese Revolte mit regelmäßigen Festlichkeiten für die Jubiläen der Kämpfe gedacht. Ein zentraler Ort des DDR-Gedenkens an die Märzgefallenen war der Gedenkstein in Leuna-Krölwitz, der auch heute noch steht und besucht werden kann. Vor Ort in Leuna war Marie Sinde, eine Geschichtsstudentin der Martin-Luther-Universität. Wenn man in Leuna-Krölwitz den Weg der Märzgefallenen entlang geht, kommt man zu einem Stein, der den gefallenen Leuna-Kämpfern gewidmet ist, die 1921 während der mitteldeutschen Märzkämpfe gestorben sind. Ich befinde mich jetzt im März 2021, rund 100 Jahre nach den Ereignissen, an diesem Gedenkstein und möchte kurz vorstellen, wie dieser Stein aussieht und in welcher Form noch heute auch an diese Gefallenen gedacht wird. Der Gedenkstein befindet sich auf einem kleinen Podest und ist umrundet von einem Holzzaun. Oben in den Gedenkstein eingelassen ist eine geballte Faust. Darunter steht geschrieben, den gefallenen Leuna-Kämpfern zum Gedenken, den Lebenden zur Mahnung. Etwas weiter darunter befindet sich ein Stern, in dem geschrieben steht, durch Kampf zum Sieg. Jeweils links und rechts vom Stern befinden sich zwei Jahreszahlen. Einmal steht auf der linken Seite die Zahl 1921, das Jahr, in dem die Märzkämpfe stattgefunden haben, und auf der rechten Seite steht die Jahreszahl 1927. Das war das Jahr, in dem dieser Gedenkstein eingeweiht wurde, damals von Ernst Thälmann. Unterhalb des Gedenksteins befindet sich noch eine Tafel zum Gedenken. Hier lautet die Inschrift: In ehrendem Gedenken an die im März 1921 gemeuchelten Leuna-Arbeiter. Darunter befinden sich die Namen der Gefallenen und zuletzt steht noch zwei unbekannte Leuna-Kämpfer, ebenfalls geschrieben. Genau, ich befinde mich gerade an diesem Ort und wollte Sie einmal mit dorthin nehmen, um zu schauen, wie auch noch heute an diese Gefallenen erinnert wird. Denn auch noch in den vergangenen Jahren zogen einige Menschen in der Region zu diesem Gedenkstein und legten Kränze nieder, um den Gefallenen in der Tradition auch aus der DDR weiterhin zu gedenken. Die verschiedenen Systembrüche in der politischen Geschichte Deutschlands spiegelten sich auch in diesem Gedenkstein in Leuna-Krölwitz wider. Zu DDR-Zeiten war dieser ein fester Ort für Gedenkrituale, um die es im Folgenden gehen soll. Bis heute legen Leuna-Stadträtinnen und regionale VolksvertreterInnen Kränze für die Märzgefallenen am Gedenkstein in Leuna nieder. Wir drei Studierende der Martin-Luther-Universität haben 5 ZeitzeugInnen interviewt, die während der Zeit der DDR an den Veranstaltungen zum Gedenken der Märzgefallenen in Leuna teilgenommen haben. Uns haben die Erinnerungen und Erfahrungen dieser Menschen interessiert.
sodass wir Menschen gesucht haben, die dazu bereit waren, mit uns über ihre Erinnerungen zu sprechen und diese mit uns zu teilen. Aber wie wurden die Märzkämpfe aus der Sicht der SED gedeutet? Das folgende Gedicht von Richard Hirschfeld gibt ersten Aufschluss darüber. Den Märzkämpfern von 1921. Ihr Helden von Kröllwitz könnt unter dem Stein heut in Ehren schlafen. Der Triumph eurer Feinde verging wie ein Schein, obwohl ihre Kugeln euch trafen. Dem Volke zum Nutzen, wie es erträumt, wurde ein Staat geschaffen. Den Denkstein von Rosen und Nelken umsäumt, beschützen jetzt Arbeiterwaffen. In der DDR war die Erinnerung an die Märzgefallenen also ein wichtiges Narrativ. Der Staat DDR wurde bewusst in die Tradition von früheren ArbeiterInnenkämpfen gesetzt. Dadurch zeigte sich die DDR als endlich gelungene Verwirklichung lang erstrebter Ziele des deutschen Volkes. Ich erinnere an den Vers aus dem zuvor gelesenen Gedicht. Dem Volke zum Nutzen, wie er es erträumt, wurde ein Staat geschaffen. Durch Gedenkveranstaltungen, wie zum Beispiel zu Ehren der Märzgefallenen, wurden politische Mythen vermittelt. Die SED präsentierte sich selbst als Erbin kommunistischer MärtyrerInnen, aber auch als Interpretin der Lehren der deutschen Geschichte. Der politische Mythos um die Märzgefallenen diente der Selbstbeschreibung einer Gemeinschaft und somit der Identität der eigenen Gruppe. Der Umgang mit Geschichte in der DDR war mythisch. Mythen sind gemeinschaftsstiftend und werden durch stetige Wiederholungen in Ritualen inszeniert. Ein solches Ritual war auch die jährliche Gedenkveranstaltung zu Ehren der Märzgefallenen. Die marxistische Regionalgeschichtsschreibung betonte stets den Widerstandsgeist der mitteldeutschen Arbeiterschaft. Teil des Mythos aus dieser Region war der Gleichklang der Absichten der Partei und der Klasse. So heißt es in dem Gedicht Der Panzerzug von Albert Gabriel. Die Einheitspartei ist der Panzerzug, von Leunas Genossen geschmiedet. Von Leunas Genossen geschmiedet. Für die aufständischen Arbeiter der Märzkämpfe waren schlechte Arbeitsbedingungen und geringe Löhne die Gründe für den Protest. Die SED verklärte den Aufstand jedoch als große Klassenschlacht gegen Imperialismus und Militarismus. Das Leunawerk wurde als Bastion des Kampfes gegen Chemiekönige und gegen Reformismus gedeutet. Die Erinnerung an die Märzkämpfe in der DDR war also zentral, um den eigenen Staat und die Partei in die Tradition der ArbeiterInnenbewegung zu setzen. So gab es jedes Jahr unter anderem in Leuna Gedenkveranstaltungen zu Ehren der Märzgefallenen. Wie haben aber die Menschen damals die Gedenkveranstaltungen in Leuna wahrgenommen? Und welche Bedeutung hatte das Gedenken für den Alltag der Menschen? Herr Schröter, Frau Bürkner, das Ehepaar Fischer und Herr Heuer haben diese Zeit selbst erlebt. Sie alle waren mehr oder weniger aktive TeilnehmerInnen der Gedenkveranstaltungen zu Ehren der Märzkämpfe in Leuna. Die jährlichen Veranstaltungen hatten nicht nur geschichtliche oder politische Relevanz, nein, auch wichtige persönliche Momente passierten bei diesen Zusammenkünften. So lernten sich zum Beispiel die Eltern des Zeitzeugen Herr Schröter bei einer dieser Veranstaltungen kennen. Und meine Mutter und mein Vater, die haben sich zu dieser Gedenkveranstaltung kennengelernt und haben 1930 geheiratet im März. Wie wir eben erfahren haben, konnten Beziehungen und Freundschaften auf der Gedenkfeier entstehen. Doch wie sahen diese Veranstaltungen zu Ehren der Märzkämpfer aus? Frau Bürkner hat die Abläufe dieser Veranstaltungen noch in lebendiger Erinnerung. Sag mal, das war eigentlich ja für uns selbstverständlich, dass die Märzkämpfe geehrt werden. Oder die Märzkämpfer geehrt werden. Es wurde ja dann durchgestellt im Werk, dass am so und so vielen um so und so viel Uhr Treffen ist. Und wir sind dann alle gemeinsam hier vorne vom Hauptplatz, damals Thälmannplatz, nach Kröllwitz runtergelaufen. Und dann war dort eine Kundgebung, also wurden ein, zwei Reden gehalten zu Ehren der Märzkämpfer und was weiß ich. Ja. Und dann wurde es wieder aufgelöst und da ging jeder seiner Wege. Ja, die Veranstaltung ganz normal. Wir haben uns, wie gesagt, getroffen, haben uns unterhalten, sind da runter marschiert. Ja, und da unten, wie gesagt, waren dann die Reden. Ja, und
das war's dann. Wurden ja Blumen, also Kränze niedergelegt. Man muss ja dazu sagen, dass ja, ja, ist aber die Jahreszahl nicht, aber das kann man ja erfahren. Es gab ja neben dem Stein, der Stein ist ja jetzt nach der Wende wieder rückversetzt worden an seinen ursprünglichen Platz. Es war ja, also wenn man auf das Gelände zugeht, also auf den Gänseanger, auf der Ostseite zur Saale hin, da gab es ja ein großes Relief, eher von Bebernis zu den Märzkämpfen. Und davor war, davor stand der Stein, den Thälmann damals eingeweiht hat. Und dort oben, das war hier ein bisschen erhöht, und da oben war dann eben auch Rednerpult und von dort oben wurde Bescheid. Ein fester Bestandteil dieser Gedenkveranstaltung war ein symbolischer Staffellauf zu Ehren der Märzkämpfer. Von Neuna nach Kollwitz. Kollwitz war eine riesen Schautafel. Die Schautafeln sind inzwischen abgebaut, aber die sind archiviert. Wir haben dafür dann so. Und dieser Gedenkstein ist schon ein paar Mal versetzt worden. Den gibt es noch, da können wir nachher nochmal, wenn du ihn noch nicht gesehen hast, können wir uns angucken. Zu diesem Staffellauf haben natürlich dann auch Schulen mitgemacht. Müssen. Mitmachen müssen. Naja, gut, für die Kinder war es nur abwechselnd. Ich denke, die Kinder hat das gar nicht so schade. Mir hat es auch nicht geschadet. Ich habe aber nicht mitgemacht. Man konnte das in der DDR, wenn man so ein bisschen in den Legenden war, könnte man das ja gut machen. Man hat einfach immer gesagt, man macht mit. 1. Mai bin immer. Und ich habe dann immer gesagt, ich bin bei der Kampfgruppe marschiert bei der 1. Mai und bei der Kampfgruppe gesagt, ich marschiere bei meinen Leuten mit. Ist nicht so, als bin ich ja nicht marschiert. Oder wir haben ja früher geschnattelt, ich bin mitgegangen, bin an der ersten Kreuzung, habe ich gewippt, habe meine Schuhe zugebunden, dann waren die weg und ich war auch weg. So ist das gelaufen. Das muss man sagen. Das ist also, jetzt lacht man drüber, aber das hat man einfach so gemacht. Und ich bin also nie mitgerannt. Das habe ich nie gemacht, weil das war mir zu blöde. Aber es war eine große Sache. Es waren jetzt nicht klein-klein, sondern das war eine Riesenbewegung. Wir haben ja eine riesen Berufsschule hier in Leuna. Die hieß damals Fritz Weineck. Alle jungen Leute dieser Berufsschule mussten also diese ganze Demonstration mit da rausmachen nach Kollwitz an das Gedenken. Das Ehepaar Fischer berichtet, dass die Teilnahme an den Gedenkveranstaltungen verordnet war. Ähnlich hat das auch ein anderer Zeitzeuge, Herr Heuer, wahrgenommen. Wir zitieren aus unserem Interview mit ihm. Zu den Veranstaltungen, auf denen ich war, waren, denke ich, Hunderte. Aber es gibt, nach dem, was hier in den Zeitungen geschrieben wird, auch Veranstaltungen, wo es Tausende waren. Das war so in der DDR. Die da hinkamen, die waren alle organisiert. Wie wir Schüler. Wir mussten zum Bus und dann ging's los. Und so war das auch mit den Arbeitern. Ich habe ja dann in Leuna nach dem Studium gearbeitet. Diejenigen, die in der Kampfgruppe waren, bei denen hieß es, morgen Vormittag bin ich nicht da, da ist Staffellauf für die Märzkämpfe. Die waren dort sozusagen alle bestellt. Die waren dort nicht als Privatleute, weil es mich interessiert hat oder weil es mir am Herzen liegt, sondern das war eben so in der DDR. Irgendwo waren sie alle politisch, fühlten sich verpflichtet unter politischem Druck. Man konnte nicht sagen, da gehe ich nicht hin. Für die SED war es wichtig, ihre eigene Deutung der Märzkämpfe glaubhaft und für die Öffentlichkeit nahbar zu machen. Beispielsweise hatte die SED zum 50-jährigen Jubiläum des Aufstandes den Nachbau des 1921 gebauten Panzerzugs veranlasst. Denn der Panzerzug wurde während der Märzkämpfe von Aufständischen des Leunawerks gebaut und hatte somit eine gewisse Symbolkraft. Allerdings wurde dieser für keine Kampfhandlung eingesetzt. Dennoch half der Nachbau der lokalen SED-Politik, die eigene Deutung glaubhaft zu machen. Inwiefern dies gelang, berichtet uns das Ehepaar Fischer. Aber für mich ist wichtig klarzustellen, ich habe dran geglaubt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die meisten von uns haben auch dran geglaubt. Natürlich. Hängt auch wirklich mit dem Panzerzug zusammen. Das ist geschickt gemacht worden. Der ist ja zur DDR-Zeit nachgebaut worden. Den gibt es heute noch, den nachgebauten. Das steht im Chemiemuseum. Und für mich war das wahr. Und das muss man der DDR lassen. Die war geschickt im Aufbau solcher Legenden, um junge Leute zu binden.
Das hat die DDR ganz geschickt gemacht, ja, alle sowas. Wir waren also nicht in der Partei, waren auch nicht sehr angepasst, aber wir waren auch keine Widerstandskämpfer. Das waren wir nicht. Aber und wie gesagt, die Geschichte in Kollwitz, die habe ich für bare Münze genommen. Wir haben sehr viel gewusst, sehr viel von der DDR und haben uns auch nicht vereinnehmen lassen, aber nicht alles. In manchen Sachen sind wir auch. Ja. Tut mir heute leid, aber. Ich meine, wir haben schon aufgepasst, dass die jungen Leute nicht zu Schaden gekommen sind. Also, ja. Also ich wusste schon, wer da nicht mitgeht und wer sich der Sache entzieht und eine völlig andere Meinung vertritt oder bei Kirchen aktiv war oder so. Also wenn man länger in so einer Gruppe mit jungen Leuten ist, weiß man, wo die ticken. Also ich hätte niemals irgendeinen weitergemeldet und gesagt, hier, der sagt das und das. Ich meine, wir haben uns der Parteiarbeit und so weiter alles schon entzogen. Aber was hättest du noch mehr Revolution machen wollen? Nee, wir waren keine Revolution, aber wir waren. Man musste ja in dem Lönerwerk irgendwo sein Geld verdienen. Wir waren auch nicht angepasst. Das DDR-Gebilde haben wir nicht geglaubt. Wir haben geglaubt, haben wir diese Geschichte Märzkämpfe und solche Sachen, haben wir gesagt, okay, das war so, man hatte ja auch gar nicht die Möglichkeit, das irgendwo anders nachzulesen, hatten wir auch kein Interesse dran. Das Ehepaar Fischer stand der SED-Politik kritisch gegenüber. Doch auch sie waren von der Deutung der Märzkämpfe durch die SED überzeugt. Frau Bürgner und Herr Schröter erinnern sich wohlwollend an die Veranstaltungen zu Ehren der Märzgefallenen zu Zeiten der DDR. Für sie war es eine Selbstverständlichkeit, an die Gefallenen der Märzkämpfe zu gedenken und diesem Erinnern durch eine Teilnahme an den Gedenkfeiern Ausdruck zu verleihen. Beide nehmen auch heute noch an den Kranzniederlegungen am Gedenkstein teil. Das war Teil des Lebens, das gehörte sich so. Mhm. Es ist auch meine Einstellung gewesen und ist es heute noch. Ich bin ja die letzten Jahre auch immer gegangen. Aber ich sag mal, dass jemand meint, dass es da einen Zwang gab, dass man da mitgeht oder so, eigentlich nicht. Die meisten sind mitgegangen, die kannten das ja gar nicht anders. Wir kannten das ja gar nicht anders. Das gehörte mehr oder weniger zu unserem Leben dazu. Die meisten Menschen, wie soll ich sagen, die haben ja ein bisschen, weil das ja auch für die meisten ja lange her war. Das ist ja Geschichte. Die haben, wie man das so macht mit solchen Ereignissen, ja, ich sag mal, ich will nicht sagen mit Ehrfurcht, aber doch mit Respekt an diese Kämpfe gedacht. Sodass, also eine richtige Kritik, sodass man, also so ungefähr, wir müssen jetzt dort runtergehen oder so. Es gab es nicht, wer nicht gehen wollte, der ist sowieso nicht gegangen, muss ich mal so sagen. Das war eine Kundgebung, um die Märzkämpfer zu ehren. Aha. Ja, das war in dem Sinne nicht so nicht groß feierlich, sondern da wurde daran erinnert, dass die Menschen ihr Leben gegeben haben, um, ich sag mal, für ein besseres Leben zu kämpfen. Ja, und nicht. Das wird vielleicht Dr. Heuer, wenn Ihr Kollege dahin fährt, sagen, die waren damals schon Terroristen. Die waren keine Terroristen. Die wollten nur das erhalten, was sie sich schon erkämpft haben. Ja. Und das waren in dem Sinne auch nicht vorwiegend Kommunisten. Das waren mehr Sozialdemokraten, die ja da in den vorderen Reihen standen. Nur weil die Figur Hölzlein immer rausragt, wird das dann immer etwas fokussiert auf den Hölzlein. Ja. Dass der da eine Rolle gespielt hat, das ist unstrittig. Ja. Und dass der das überschätzt hat, wie entschlossen oder wie kampfesmutig die Leute sind, ja, das ist auch unstrittig. Ja, eigentlich der Grund an den Gedenkveranstaltungen ist, dass ich mit der Haltung dieser Menschen einverstanden war. Und dass meine Mutter das auch mir so beigebracht hat, dass das einfache und ehrliche Menschen waren und dass die nicht aus lauter Lust und Tollerei dort den Streik gemacht haben, sondern weil sie ihre Mitbestimmung mit zum Tragen bringen wollten und weil sie wussten, das kann nur geschehen, wenn viele dafür sind.
Das würde ich so sehen. Die Menschen, die wir interviewt haben, erinnern sich ganz unterschiedlich an die Gedenkveranstaltungen zu Ehren der Märzkämpfe in Leuna. Für einige, so zum Beispiel für Frau Bürgner, war es wichtiger und somit auch im Alltag und im Familienleben ein präsentes Thema. Für andere, wie für Herrn Heuer, hatten die Märzkämpfe und deren nachträgliche Deutung einen geringeren Stellenwert. Ich hatte keinerlei Verbindungen persönlicher Art. Meine Eltern waren politisch interessiert. Wir hatten ja eine kleine Tischlerei. Da kamen auch immer mal Leute und da wurde viel politisiert, wie das so eben ist. Und als kleiner Junge habe ich da mit dabei gesessen und zugehört. Aber über Märzkämpfe wurde nicht gesprochen. Die haben über alles Mögliche gesprochen. Die Leute hauen nach dem Westen ab aus dem und dem Grund oder wie es im Krieg gewesen ist. Aber über Märzkämpfe, das war kein Thema. Einmal bin ich mit jemandem, der mit dem Pferdewagen, glaube ich, nach Merseburg sind wir da gefahren. Und auf dem Rückweg über Leuna, da hat mir dann der Mann gesagt, ich weiß es nicht mehr genau, wer es war. Dort drüben, da sind wir 1921 durch unterirdische Abwasserleitungen aus dem Werk geflohen. Ich wusste da nichts. Und da sagte er, naja, vor Ostern, da waren die Unruhen im Werk und die Polizei und wir wollten unbedingt nach Hause. Es war Ostern. Ostern stand vor der Tür und die haben uns nicht rausgelassen. Ich fragte, ob es die Polizei war, die sie nicht rausgelassen hat. Was fragst du denn so dumm? Die anderen haben uns nicht rausgelassen. Er hat es nicht weiter erklärt. Erst später habe ich es richtig verstanden. Meine Eltern, die wussten von nichts oder haben nie was erzählt. Als das plötzlich kam, Mitte der 50er, von außen sozusagen, da habe ich das erste Mal gehört. Man müsste doch denken, dass hier vor Ort so ein Revolutionsthema Gesprächsstoff ist. Aber das war hier nicht der Fall. Zumindest haben mir meine Eltern von den Märzkämpfen nichts gesagt. Da wurde auch in anderen Familien nicht drüber geredet. Es gehörte halt zum Zeremoniell des Staates und das traf uns nicht. Das Gedenken an die Märzkämpfe spielte im Alltag von Familie Heuer keine Rolle. Dies gilt allerdings längst nicht für jede Familie, welche in der Region rund um Leuna lebte. In unterschiedlichem Ausmaß konnten die Gedenkfeiern auch Teil des Familien- und Privatlebens werden. War ja Bestandteil unseres Lebens. Mhm. Ja, und da spricht man über alles. Da spricht man auch, wie hat denn der heute da vorne geredet oder so. Ja, das, ja. Oder vor so, da war das viel besser. Ja, was weiß ich, war das besser organisiert oder irgendwie. Klar spricht man darüber. Mhm. Ja, sowohl im Freundesbekanntenkreis als auch in der Familie. Mhm. Und wenn beide, mein Mann und ich, wir haben ja am Werk gearbeitet, logischerweise. Mhm. Ja. Fast auch nicht. Weil das hat sich so im Laufe der Zeit, da hat man mal darüber gesprochen, aber nicht an dem Tag vielleicht, so, sondern hat gesagt, Man müsste die Jugend mehr ansprechen, dass die dahin gehen und so. Und dann ist das wieder weg, das Thema. Also wir waren ja keine fanatischen Leute. Und wir haben oftmals auch geschimpft über irgendetwas, was uns nicht gepasst hat, wo wir gesagt haben, das sind doch wieder nur die Leute, die nach Geltung trachten, beziehungsweise die beruflich weiterkommen und so. Aber im Prinzip haben wir darüber, über die Märzkämpfe nachher nicht direkt gesprochen, mhm. Weil das Problem, das haben wir ja nun vorher oder irgendwann mal gelesen oder das ist nachher nicht so wichtig, dass man das immer noch dann sich erzählt. Tatsächlich gab es ja Parteien, ja, dass man ja den Monat März oder den Monat Februar genommen hat und im Parteien ja nochmal ausdrücklich oder ausführlich über Märzkämpfe gesprochen hat. Mitglieder und KandidatInnen der SED waren verpflichtet, das Parteilehrjahr zu besuchen. Aber auch Parteilose wie LehrerInnen und Bedienstete des Staatsapparats mussten unabhängig von ihrer politischen Bildung am Parteilehrjahr teilnehmen. Welche Bedeutung dem Thema der Märzkämpfe zu DDR-Zeiten beigemessen wurde, zeigt sich auch daran, dass unter anderem im Parteilehrjahr über diese Ereignisse im März 1921 und deren Deutung gesprochen wurde. Naja, es gab Parteiversammlungen, wo über organisatorische oder inhaltliche Fragen oder über internationale Politik gesprochen wurde. Und dann gab es ein Parteilehrjahr, das hatte wie so einen kleinen Lehrplan. Und da wurde, ich sag mal, über
jetzt mal ein bisschen hochtrabend, mal über Kapital, dann mal über hier Engels, was weiß ich, was ja gesprochen, dann über Lenin, mhm. Ja, ja, einen Schritt vorwärts, zwei zurück oder irgend sowas, das haben Sie ja schon mal gehört, mhm. Ne? Ja, ich sag ja darüber und ja auch ja, dass eben diese, sag mal, dieses Grundwissen wurde dann im Parteilehrer nochmal so eingebettet, dass man das auf die aktuelle Zeit bezog. Auch in den letzten Jahren, also einige Jahrzehnte nach dem Ende der DDR, fand in Leuna-Krölwitz ein Gedenken an die Gefallenen der Märzkämpfe statt. Einige unserer ZeitzeugInnen, die auch zu DDR-Zeiten an den Gedenkfeiern teilgenommen hatten, erinnern auch heute noch an diese Menschen. Teilweise geht dieses Gedenken aber mit einer veränderten Deutung einher. Nach der Wende haben wir, ich war Fraktionsvorsitzender in der Stadt, machen wir Gedenkkranzniederlegung nochmal. Und ich habe das mit vorangetrieben, bin dann nach den ganzen Informationen, die ich dann schade und was ich so überall dann zusammengehört und getragen habe, dann eigentlich sagte, eigentlich darf ich gar nicht mehr mitmachen, das ist nicht, stimmt nicht, was wir hier machen. Aber ich gehe hin, in Andenken an die Leute, die ihr Leben gelassen haben für eine Sache, die sie für wichtig gehalten haben. Ja, die waren auch teilweise fehlgeleitet. Aber diese gesamte große Brückmann-Bohlen ist weg. Also das haben wir dann auch bewusst gesagt, also Leute, kommt wieder runter. Ein Mitläufer, mehr nicht. Ja, also wenn wir in der Kleingruppe von Linken dorthin sind, da bin ich zwar auch bloß der Mitläufer und höre mir das an und dann spreche mir uns ein bisschen Mut zu. Stehung, ja. Sollte, und das ist ja auch, sag mal, auch heute noch eine Kurs, ja, und auch die fällt ja in dem Sinne flach wegen Corona. Ja, ist ja nach wie vor, dass da sich Menschen getroffen haben an dem Tag oder am Tag davor oder danach, je nachdem, wie die Tage so fallen. Ja, und das sind auch immer 50, 60 oder so, jetzt immer noch zusammengekommen. Ja. Das heißt, findet das dann organisiert jetzt auch noch statt? Ja, das ist meistens dann über den Kreisverband der Linken organisiert gewesen. Also, ja, sag mal, in der Zeitung geschrieben, am so und so vielen Jahr, Treffen hier zum an der Märzgefallenen in Leuna-Krölwitz oder hier in Schrablau ist ja auch so sowas. Und da sind die Menschen eben gekommen, oder nicht? Auch einige Jahrzehnte nach dem Ende der DDR ist der Diskurs über die Deutung der Märzkämpfe nicht zu Ende. Durch einen Beitrag des SPD-Landtagsabgeordneten Dr. Andreas Schmidt im Jahr 2013 kam eine Debatte ins Rollen. Laut Schmidt seien die wenigsten aufständischen Kommunisten gewesen. Genauso wenig wollten diese eine Revolution anzetteln. Vielmehr handle es sich bei den Aufständischen um Männer, welche von Anarchisten verführt wurden. Dennoch gäbe es keinen Grund, sie zu ehren. Denn die Männer seien gewalttätig gewesen, hätten Werte zerstört und gegen den Willen der Mehrheit gehandelt. An dieser Deutung wurde fraktionsübergreifend im Leunaer Stadtrat Anstoß genommen. Die neuen Erkenntnisse Andreas Schmidts seien kein Grund, die seit vielen Jahren andauernde Tradition der Kranzniederlegung für die Märzgefallenen zu beenden. Peter Engel, der Vorsitzende der Fraktion Bündnis für Leuna, sagte, sie seien verführt worden und hätten ihre Köpfe für die KPD hingehalten. Die Vorsitzende der Fraktion Die Linke, Gerda Bürkner, sieht in den Aufständischen weder Verführte noch Verbrecher. Vielmehr seien es arme Kerle gewesen, die nur ein besseres Leben haben wollten. Sie können nicht verstehen, was dieses Theater nach 92 Jahren noch solle. SPD-Stadtrat Horst Fischer sagt, dass man aus der Geschichte lernen müsse. Deshalb wolle er die Märzgefallenen nicht ehren, sondern ihre lediglich gedenken. Auch Bürgerinnen und Bürger äußerten sich kritisch gegenüber der neuen Darstellung. Sie meinten, man solle die Toten nach 92 Jahren endlich ruhen lassen. Oder hinterfragten die Notwendigkeit, die Geschichte nach jeder Entdeckung neuer Fakten umzuschreiben. Ein Experte, der sich den Ansichten Schmidts anschließt, sagte, dass wohl nur die biologische Uhr dafür sorgen könne, dass neue Geschichtsdeutungen von der Gesellschaft angenommen werden würden.
Zu DDR-Zeiten hatte es eine eindeutige Erzählung darüber gegeben, wie die Märzkämpfe zu deuten seien. Über Jahrzehnte wurde diese feste Erzählung durch die SED als einzige mögliche nicht verändert. Aber die Menschen, die in der DDR lebten und die Gedenkveranstaltungen erlebten, hatten und haben ganz unterschiedliche Auffassungen zu den Ereignissen im März 1921, aber auch zu deren Deutung im Nachhinein. Genauso denken und gedenken auch heute die verschiedenen Menschen den Märzkämpfen ganz unterschiedlich. Während manche weiterhin die SED-Linie vertreten, haben andere ihren Standpunkt verändert und kritisieren den Umgang der DDR mit dem Gedenken an die Märzkämpfe. Wie uns die Gespräche mit den ZeitzeugInnen noch einmal eindrücklich zeigten, ist Geschichte und auch ihre Deutung stets vielfältig und auch häufig widersprüchlich. Doch genau das ist eine Bereicherung für unsere plurale, demokratische Gesellschaft. Zur Demokratie gehört es dazu, dass verschiedene Meinungen nicht nur akzeptiert werden, sondern auch essentieller Bestandteil sind. Die Deutung der Märzkämpfe bleibt weiterhin umkämpft. Sowohl zivilgesellschaftliches Engagement als auch geschichtswissenschaftliche Forschung leisten dazu ihre Beiträge. In welcher Form sich das Gedenken in den kommenden Jahren mit neuen Generationen fortsetzen wird, bleibt offen.